Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Let's Play Table Tennis Kanal. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es eine Diskussion hoffentlich, in dem ihr auf mein Video kommentiert und eure Meinung da alles zu diesem sehr wichtigen, sehr interessanten Thema. Grund dieses Videos ist ein Artikel in der Tischtenniszeitung, Ausgabe 10/21, mit der Kandidatin Claudia Herwig, die eventuell Präsidentin des DTTB wird. Also die großen Landesverbände sind dabei. Und da kommen wir auch, da kommen sie auch zum Thema, was muss verändert werden. Blablabla, Leistungssport und so weiter. Das wird sowieso oft behandelt. Aber es geht ja auch darum, was so in der Breite passiert. Auch nicht zuletzt wegen Corona. Es gibt kaum noch Damenmannschaften. Auch die Herren Spieler generell und Frauenspieler generell sind an einer kritischen Masse angelangt, also es sind starke rückläufige Zahlen und generell hat der Vereinssport zu leiden. Und wenn das so weitergeht, stelle ich mal die These auf, der Tischtennissport ist tot. Na gut, tot ist er vielleicht noch nicht, aber ihm geht es auch nicht besonders gut, dem Tischtennissport. Warum dieses Video? Ich möchte mal auf zwei YouTuber verweisen. Das zu einem der Namdo. Die Kanäle sind auch verlinkt. Und der Bojan Besinger. Zwei Kanäle mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Aber mit sehr passenden Ansätzen in der aktuellen Zeit. Und sehr zukunftsorientiert ausgelegt. Fangen wir mit Bojan Besinger an. Bojan Besinger hat einen Kanal aufgebaut in Verbindung mit seiner Arbeit, dass er Lehrgänge macht für interessierte Spieler, engagierte Spieler, die unbedingt gefördert werden möchten und lernen möchten, aber nicht die Möglichkeit haben im Verein. Die können sich an ihn wenden und zahlen dann für ein Premium-Produkt und bekommen dann durchgängige Betreuung online und können an Lehrgängen teilnehmen, wozu sie aber nochmal extra zahlen müssen. Wie gesagt, Premium-Produkt. Dafür auch, sage ich mal, Premium-Betreuung, dauerhafte Betreuung, was ja die wenigsten von uns haben. So, jetzt fliegt hier was. Nervt jetzt hier nicht. So, zweitens Namdo. Namdo öffnet sich modern weg, obwohl er selbst Vereinsspieler ist, weg vom Vereinssport in der Halle und wirbt sehr kräftig, sowohl auf seinem YouTube-Kanal auch als auf der Inside-TT-Seite für Street-Table-Tennis. Ja, es gibt unfassbar viele Turniere mittlerweile draußen in der Outdoor-Szene. Auch wahrscheinlich nicht zuletzt durch Corona auch nochmal einen starken, positiven Zuwachs bekommen. Und ja, wirbt dafür. Und was sieht man da? Man sieht dort Menschen, viele, viele Menschen, die haben Spaß. Spaß vor allem natürlich in der warmen Jahreszeit, wenn noch Licht da ist. Und zocken gegeneinander. Und wenn man ehrlich ist, ist ja genau das, was man machen will. Man will einfach mal an den Tisch ran, zocken, Spaß haben, Menschen kennenlernen, vielleicht mal ein Bierchen trinken dann an der Bank und ja, eine gute Zeit haben. Und die hat der Vereinssport ja aktuell nicht. Der ist in einer schwierigen Lage. Die Hallen haben zugemacht, dank der Politik. Ja, also da wurde auch keine bessere Lösung gefunden. Haben sich viele abgewandt, sowohl Erwachsene, aber auch viele, viele Kinder. Ja, also wenn man, ich war auf Turnieren dieses Jahr und es gibt kaum noch Kinder. Außer die Spitze, die sowieso schon oben war. Aber die Breite, wo ist die Breite? Weg. Naja, noch ein anderes Thema. 3G-Regeln gibt es. Also wenn du trainieren willst, musst du geimpft sein, immer deinen Ausweis zeigen, getestet und genesen. Und dann musst du dich jetzt testen lassen, die Tests sind ausgelaufen. Wenn du dich nicht impfen lassen willst, kannst du immer 12 Euro, 13, 14, 15 Euro, ich weiß es gar nicht so genau, zahlen. Und ja, macht das Spaß? Nee. Also gehen nur die, die wirklich wahrscheinlich in einer Mannschaft spielen, wirklich konsequent zum Training. Die Folge ist, die Halle wird immer leerer, die Vereine haben rückläufige Zahlen und ja, und wenn das so weitergeht, dieser Trend ist anhaltend, das ist keine Phase, werden die Vereine auf Dauer aussterben. Und Namdo hat jetzt hier mal etwas reingebracht als Beispiel, aber ist ja nicht der einzige, das ist einer von vielen, der hier dafür wirbt, wie die Zukunft von Tischtennisvereinen aussehen kann, wenn man sich dementsprechend öffnet. Ja, und was kann man machen?
Wie kann man Mitglieder werben? Wie kann man für den Verein werben? Das ist nicht nur noch Mannschaftssport und eventuell mal ein Turnier ausrichten und so weiter. Nein, du musst rausgehen mit dem Verein. Ja, du musst die Steinplatte besuchen, Präsenz zeigen, diese Turniere besuchen, dir die Platten suchen. Und ich glaube, in jedem Verein würde es Spieler geben, die bestimmt diese Aufgabe sehr gerne übernehmen würden. Ehrenamt zu finden ist praktisch unmöglich heutzutage, aber das, glaube ich, geht. Vereine müssen einfach aktiv werden in den WhatsApp-Gruppen, per E-Mail nachfragen. Wer aus dem Verein kann mal hier in der Gegend die Steinplatten absuchen, abklappern, einfach mitspielen und dann vielleicht mal über Mundpropaganda die Vereine vorstellen und mal, komm mal vorbei zum Training. Ich glaube, das ist schon ziemlich, ziemlich wichtig. Und des Weiteren, ich glaube, am Böhmischen Platz in Berlin-Neukölln, da hat der TTC Neukölln mit dem TT-Zentrum Blaschik so ein bisschen so die Hand übernommen über so ein Sommerturnier, wo sich dann auch viele, viele gute Spieler treffen, sowohl Freizeitspieler von der Straße, aber auch Vereinsspieler aus dem Verein und machen dann ein schönes Turnier. Was möchte ich damit sagen? Der Verein wird so, wie er jetzt existiert, die Vereinskultur wird nicht überleben. Na, und wer jetzt sagt, du hast aber nicht recht, ich gebe Beispiele. Sechsermannschaften. Wie oft wurde jetzt noch mit Sechsermannschaften gespielt? Es wird ja sowieso schon nach und nach auf Vierermannschaften gestellt. Ist auch der logische Schritt, wenn immer weniger Leute teilnehmen. Und ich merke selber, ich war so oft Kapitän und da hat man immer unheimlich Probleme, seine Stammmannschaft zusammenbekommen. Und da muss man sich auch immer wieder um einen Ersatzspieler kümmern. Und das dauert auch ein bisschen, bis man einen gefunden hat. Vierermannschaften sind also die logische Folge. Was passiert aber mit den Spielern 5, 6 und 7, wenn sie nicht mehr spielen? Gehen alle einfach eine Mannschaft tiefer und die von der zweiten gehen den dritten runter und so weiter und so weiter und so fort? Ich glaube nicht. Da werden nämlich die nächsten austreten, weil einige sicherlich nicht tiefer spielen wollen. Und wenn sie nicht spielen, tschüss, das war's. Eventuell Vereinswechsel oder aufhören mit Tischtennis. Ach, macht ja sowieso mehr Spaß in meinem Garten mit meiner Tochter zu spielen oder mit meinem Kumpel und einfach Spaß haben. Wenn du nicht super ehrgeizig bist und nochmal in die Oberliga, Regionalliga hoch möchtest. So sieht's aus. Turniere gibt es auch kaum noch nach Corona. Wo findet jedes Individuum da seinen Platz im Verein im Moment? Das ist ganz, ganz schwierig zu beantworten. Frage, wie seht ihr das? Also das ist für mich, glaube ich, nicht mehr von der Hand abzuweisen, dass Tischtennis eine ganz klare negative Tendenz hat mit den Mitgliederzahlen. Erschwerend kommt da auch noch hinzu, dass in der Jugend immer mehr Ganztagsschulen es gibt. Was bedeutet Ganztag? Vor allem gebunden, du bist von 8 bis 16 Uhr da. Im Idealfall hast du dort deinen Unterricht, deine Hausaufgaben, eventuell noch eine AG. Aber dann bist du zu müde für den Vereinssport in der Regel. Das sehe ich zum Beispiel an meiner Schule, wo ich arbeite. Und was machen? Ne? Und eigentlich müssen auch dort die Vereine, die können nicht einfach hoffen, dass die Jugendlichen da angeflitzt kommen, am Montag 17 Uhr nach dem 8-Stunden-Tag. Nee, die Vereine müssen in die Schule. Haha, aber jetzt kommen wir zu dem Thema, da müssen die Vereine auch einiges verändern. Sie müssen also vielleicht ihre Trainer, am besten einen hauptamtlichen Trainer, wie der bezahlt wird, weiß ich nicht, das ist so die andere Sache, aber sie brauchen Personal, das in die Schule geht und dort möglichst viele AGs im Umkreis der Halle durchführt und dort den Sport beibringt. Eventuell mit dem Ziel, diese dann auch in den Verein irgendwie zu ziehen. Und das kann aber, so wenn ich mich sehe, ich habe einen 39-Stunden-Job und kann da nicht hin, Punkt. Und so geht es wahrscheinlich 95% anderer Trainer auch, die das ehrenamtlich machen und also noch neben dem Hauptjob. Also die Vereine müssen tätig werden und investieren. Nur wenn man investiert, kann man auch was entwickeln. Aber das machen die meisten Vereine aktuell nicht. Und da muss ein Umdenken stattfinden. Du brauchst einen Trainer, der es hauptamtlich macht, mit einer gewissen Anzahl an Stunden. Vielleicht finden sich auch drei Vereine zusammen aus dem Bezirk oder aus der Region irgendwo in Deutschland und zahlen einen Trainer. Und dieser leitet dann Jugendgruppen, Erwachsenengruppen, das Gesundheitssport, wenn er ein Zertifikat hat, und geht auch in die Schulen oder auch mal macht ein Turnier in der Umgebung an der Straßenplatte. Ja, das wäre doch mal was. Ja,
wenn wir dann wieder zum Artikel zurückkommen und zu meiner Aussage, Tüchchen ist tot. Ja, aber mit diesen Möglichkeiten, die so einfach sein könnten, wenn man sich danach richtet, kann der Verein auch in 10 bis 20 Jahren auch noch sehr gut dastehen. Aber das Tischtennis von 1970, was so einfach so lief, wie es war, die Regeln waren klar, das gibt es nicht mehr und das muss man einfach akzeptieren. Ich hoffe, dieses Thema ist interessant für euch und bitte, bitte gebt hier mal eine Menge Feedback zu dem Thema, wie dieses Thema angegangen werden kann. Es sei gesagt, das ist ein Diskussionsvideo, wie eben schon erwähnt. Es ist also extrem wichtig, dass ihr jetzt hier in die Kommentare eure Beiträge postet, in die Tasten haut, denn jeder sieht es anders. Ich habe nicht immer recht, auf gar keinen Fall. Und es ist sehr, sehr interessant, weil ihr aus den ganzen Regionen Deutschlands kommt. Wie sieht es da bei euch aus? Und wie ist eure persönliche Meinung zu dem Thema? Bitte schreiben. Danke. Und kommen wir zum Thema zurück. Ist der Tischtennissport tot? Nein, ist er natürlich noch nicht. Aber er hat eine ganz klare negative Tendenz. Und es muss mit den Lösungen, unter anderem die ich jetzt genannt habe oder die ihr in den Kommentaren nennt, die Vereine müssen aktiv werden und auch die Verbände vor allem. Ne? Weil gerade die Verbände, die immer sehr, sehr viel fordern und die Spieler brauchen, die machen sich es doch sehr, sehr bequem manchmal, selbst wenn sie hauptamtlich sind und machen zu wenig, um den Sport für die Zukunft auszurichten. Und sie halten nur den Status quo. Das ist im Verein wie im Verband ganz oft das gleiche Problem. Na gut. Unsere Präsidentin, wenn sie es denn wird, sagt, sie geht's an. Ich hoffe, mit der Hilfe natürlich von allen Verbänden und Vereinen macht sie das auch wirklich, weil reden kann jeder. Tun ist dann mal noch so eine andere Sache. Und dann wünschen wir dem Tischtennissport für die Zukunft alles Gute und euch natürlich weiterhin viel Spaß in der Halle oder auf der Straße mit diesem Sport. Bis dann. Ciao.